Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/2410, mit erster Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/2411. Eingebracht wird das Gesetz von Staatssekretär Weinmeister. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich bringe heute für die Landesregierung die Zustimmungsgesetze zum 17. und 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ein. Schwerpunkt des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrages ist das, was wir alle durch die Medien erfahren haben, nämlich die Veränderung des Rundfunkstaatsvertrages des ZDFs. Dort hat es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2014 gegeben, nämlich mit dem Tenor, dass die Rundfunkgremien, also sowohl die Mitglieder der Aufsichtsgremien als auch des Fernsehrates und des Verwaltungsrates, jeweils staatsferner besetzt sein müssen. Das bedeutet, dass die Anzahl der Sitze im ZDF-Fernsehrat von 77 auf 60 zurückgeht, auch im ZDF-Verwaltungsrat von 14 auf 12. Die Auswirkungen betreffen genauso, dass die Zahl der dem Staat zuzurechnenden Vertreter im Fernsehrat auf maximal 20 Personen begrenzt werden und im Verwaltungsrat auf 4. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ausdrücklich klargestellt, dass auch die Länder als Teil des Gemeinwesens in den Gremien vertreten sein dürfen. Für die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen wird die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien des ZDFs, wie ich schon gesagt habe, staatsfern ausgestaltet. Sämtliche gesellschaftlichen Verbänden und Organisationen steht mit der Neuregelung ein unmittelbares Entsendungsrecht zu. Damit wird der Vorgabe Rechnung getragen, nach der Vertreter der Exekutive auf die Auswahl der staatsfernen Mitglieder keinen bestimmten Einfluss haben dürfen. Auch zur Gleichstellung gibt es einen Passus im neuen ZDF-Staatsvertrag, nämlich wenn ein Mann im Gremium war und er scheidet aus, muss eine Frau nachfolgen, und umgekehrt, wenn eine Frau im Gremium war, muss ein Mann nachfolgen. Das gilt nicht nur für den Fernsehrat, sondern auch für den Verwaltungsrat. Wir haben dann zur Kenntnis zu nehmen, dass wir als Hessen dafür zuständig sind, dass wir im Bereich der Migranten das Vorschlagsrecht haben für die Gruppe bzw. den das Land Hessen in diesem Bereich für angebracht hält. Die jeweiligen Gruppen schlagen dann wiederum die zu entsendenden Vertreter vor. Für den Bereich Migranten sieht § 3 des Gesetzentwurfs vor, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände für die neue Amtsperiode des Fernsehrats benannt wird. Die BAGIF wird als bundesweiter Dachverband von Migranten-Selbstorganisationen die Sichtweise von Migranten verschiedener Nationen in den ZDF-Fernsehrat einfließen lassen. Um auch hier der Versteinerung entgegenzuwirken, wird auch für die folgenden Amtsperioden ein Wechsel ermöglicht. Dies sind die Hauptregelungen des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrages. Im 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag geht es um die Frage der regionalisierten Werbung. Sie wissen, dass die großen bundesweiten Senderketten bisher immer daran gehindert waren, regionalisierte Werbung zu schalten in ihren jeweiligen Programmen. Pro7/Sat.1 hat hierzu im Dezember 2014 zur Überraschung der Länder und der Landesmedienanstalten ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erstritten, in dem festgestellt wurde, dass nach bisheriger Rechtslage, eben weil ein konkretes Verbot im Staatsvertrag fehle, nicht dass bundesweite Werbung nur im bundesweiten Programm gestattet wird. Dadurch, dass das nicht da ist, konnten die auch regionalisierte Werbung schalten. Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass die regionalen Rundfunkbetreiber bzw. Medienhäuser damit nicht besonders einverstanden waren. Ich erinnere an FFH oder auch mit dem Verband der hessischen Medienhäuser, dass wir dort
natürlich ein Interesse daran haben, dass diejenigen, die regional tätig sind, auch sich regional refinanzieren können. Wenn das die großen Senderfamilien, die es bereits abgreifen, wird das umso schwieriger. Wir haben ein Interesse daran, dass unsere regionalen Medienveranstalter und Hörfunkveranstalter sich dort auch refinanzieren können. Im Interesse des Erhalts und der Absicherung eben dieser hessischen Medienlandschaft empfiehlt die Landesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf deshalb der skizzierten staatsvertraglichen Klarstellung zuzustimmen und von der staatsvertraglichen Ermächtigung, nicht bundesweite Werbung in bundesweiten Programmen durch Landesgesetz zu ermöglichen, keinen Gebrauch zu machen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass diese Position von allen Fraktionen des Hessischen Landtages mitgetragen wird. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir abschließend noch einen ergänzenden Hinweis auf das bestehende Landesrecht. Das Thema Werberegionalisierung hat im Hessischen Landtag in der Vergangenheit auch unter landesgesetzlichen Blickwinkel, ich verweise hier auf den § 32 Absatz 2 des HPRG, bereits mehrfach beschäftigt. Inhaltlich geht es bei dem 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ebenso wie bei der HPRG-Regelung letztlich um das gleiche Grundprinzip. Bundesweite Angebote, die keinerlei Beitrag zur Berichterstattung über regionale oder landesbezogene Sachverhalte leisten, sollen nicht das regionale oder landesbezogene Werbepotenzial abschöpfen können. Denn hierdurch würden die Finanzierungschancen genau der Angebote, die spezifisch regional oder landesbezogene Inhalte verbreiten wollen und sollen, massiv beeinträchtigt und verschlechtert. Aus der Sicht der Landesregierung besteht gerade im Lichte des 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrags hier derzeit deshalb kein Anlass, die Regelung des § 32 Absatz 2 HPRG entfallen zu lassen. Freilich ist es nicht zu verkennen, dass natürlich, wenn wir die Werbung im Internet sehen und bei den Online-Medien, die mit ganz anderen Möglichkeiten sogar bis hin zur personalisierten Werbung an den Nutzer herangehen können, das zuvor skizzierte Grundprinzip zunehmend infrage gestellt wird. Zumindest für die nähere Zukunft können wir aber schon noch davon ausgehen, dass die Verbreitung vom Fernsehen über herkömmliche Technologien wie Terrestre, Kabel und Satellit nicht so schnell obsolet wird, wie der staatsvertragliche Regelung kurzfristig leerläuft. Meine Damen und Herren, nach allem bitte ich Sie, auch dem Gesetzentwurf zum 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Weinmeister. Als erster Redner hat sich Kollege Siebel von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Vereinbart sind 7,5 Minuten. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne zu drei Aspekten etwas bemerken, logischerweise zum 17. und 18. Rundfunkstaatsvertrag und zu den weiteren, die jetzt noch in der Pipeline sind und die uns auch wesentlich ausführlicher befassen werden als diese beiden, mit denen wir jetzt zu tun haben. Zum 18. in der Tat, Herr Kollege Wintermeyer, Entschuldigung, Herr Kollege Weinberger, Meister. Sie haben das alles korrekt dargestellt. Es ist so. Haben wir es? Also, beim 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag haben Sie das alles korrekt dargestellt. Ich will auch noch einmal betonen, dass das durchaus in der Tradition unserer Beschlussfassungen zum Hessischen Privatrundfunkgesetz gelegen hat, dass wir ja immer wieder einmal auch von geneigter Seite bedrängt werden, regionale Werbung zuzulassen. Ich glaube, es ist gut und richtig, dass jetzt die Notwendigkeit, die nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was durch die Privaten provoziert worden ist, dass wir die Regelungen jetzt auch im Rundfunkänderungsstaatsvertrag so festlegen. Und wie gesagt, es befindet sich in der Tradition dessen, was wir zum Thema regionale Werbung auch festgelegt haben. Aber ich finde es interessant, dass Sie am Ende Ihrer Rede gesagt haben, wir haben oder wir werden voraussichtlich im Bereich der Online-Werbung einen Regelungsbedarf haben. Das sehe ich ganz genauso, und das wird sicherlich auch ein Punkt sein, der
bei der nächsten Novelle des Hessischen Privatrundfunkgesetzes eine Rolle spielt. Zum 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag will ich dann doch noch einmal ein paar Bemerkungen machen, weil da muss man sich schon noch einmal, das haben Sie natürlich tunlichst unterlassen, auf die Geschichte hinweisen. Die Geschichte war ja die, dass wir einmal einen hessischen Ministerpräsidenten, Roland Koch, hatten, der der Auffassung war, im ZDF-Fernsehrat die Berufung von Herrn Brender sozusagen zu behindern. Und das war damals der Anlass gewesen, warum eine Debatte über die Staatsferne in den Rundfunkräten begonnen hat. Und das war eine sehr heftige Debatte, die dann gemündet ist in eine Klage, in eine Initiativklage der SPD-Bundestagsfraktion beim Bundesverfassungsgericht mit dem Ergebnis, mit dem sich jetzt der ZDF-Rundfunkstaatsvertrag auseinandersetzen musste und auch auseinandergesetzt hat, plus der Arrondierung von einigen Regelungen, beispielsweise der Vorschrift von Gegendarstellung auf alle Angebote, die vom ZDF auch dargelegt werden. Das, was jetzt entwickelt worden ist, dass die staatlichen und staatsnahen Mitglieder des Fernsehrats eine Größenordnung von ein Drittel nicht überschreiten dürfen, wozu Bundesregierung, Landesregierung und sozusagen in der logischen Systematik auch unserer Verfassung die kommunalen Spitzenverbände gehören, entspricht diesem. Wir halten es durchaus auch für richtig, dass eine Regelung gegen die Verknöcherung eingeführt worden ist, also dass in den Räten nicht länger als drei Amtsperioden man sich befinden darf. Und die Fragen zur Interessenskollision sind auch entsprechend ordentlich geregelt worden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will auf einen Punkt hinweisen, auf den wir hier im Hessischen Landtag beim Privatfunk, also beim HPRG wie auch beim HR-Gesetz schon immer heftig gestritten haben. Das ist die Frage von Quotenregelungen in den Räten. Ich finde, dass das, was hier jetzt meiner Ansicht nach vorbildhaft im Rundfunkänderungsstaatsvertrag angelegt worden ist, ist eine Regelung, die offensichtlich auch verfassungskonform eine Quote vorsieht, wonach dann Vertreter von den Verbänden immer im Wechsel das jeweilige Geschlecht benennen, was dann dazu führt, dass irgendwann man eine Situation hat, dass man eine Gleichverteilung hat. Das halte ich für eine vernünftige Regelung. Letzte Bemerkung zum Thema, was liegt jetzt an? Ich bedauere es sehr, dass mit diesen Rundfunkstaatsvertragsberatungen in den Parlamenten wir noch nicht zu einer Evaluation der Frage Haushaltsabgabe gekommen sind. Wir haben da, das wissen wir aus dem Hauptausschuss, bergeweise Petitionen, die direkt danach rufen, an der Frage auch Arrondierungen vorzunehmen. Wie ich jetzt gehört habe, liegt die Evaluation der Haushaltsgebühren vor. Aber sie sieht offensichtlich in dem, was im Rahmen von den Rundfunkreferenten und den Ministerpräsidenten verhandelt wird, keine neuen Regelungen beispielsweise für die Rundfunkgebühr, für die Haushaltsabgabe von Studierenden vor. Das, finde ich, ist ein Problem. Da müsste etwas gemacht werden. Da wäre ein Stückchen mehr Transparenz in den Beratungen auch gegenüber den Parlamenten notwendig. Und allerletzte Bemerkung, dieser ZDF-Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird natürlich auch dazu führen, dass wir hier in Hessen das HR-Gesetz ändern werden müssen und entsprechende Regelungen vorsehen müssen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir erst einmal das WDR-Gesetz abwarten. Dieses liegt jetzt im Entwurf vor. Ich kann schon jetzt sagen, ich halte das für völlig überreguliert, was die da aufgeschrieben haben. Aber es wird so sein, dass wir uns wahrscheinlich noch in diesem Jahr entsprechend auch mit dem HR-Gesetz auseinanderzusetzen haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächste Rednerin hat sich Frau Kollegin Wolff von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen ist nach dem HPRG das letzte gallische Dorf, das das regionale Medienangebot im Lande schätzt und schützt. Das heißt, dass regionale Medienhäuser, Zeitungsverlage eine besondere Partnerschaft zum regionalen Medienmarkt und Werbemarkt haben.
und dass wir das als Gesetzgeber bisher auch so aufrechterhalten haben, dass es nicht möglich sein soll, dass überregionale Medien Zugriff auf diesen Markt haben. Wir nehmen allerdings zur Kenntnis, dass die überregionalen großen Sendergruppen das gerne abschöpfen möchten und das auch entsprechend gerichtlich durchgefochten haben, allerdings nur unter einer Bedingung, dass es nicht in den Gesetzen anders geregelt wird. Und wir sind nun mit dem heutigen Tag und mit den folgenden Beratungen in der Lage, dieses im Rundfunkstaatsvertrag und damit auch in einem hessischen Zustimmungsgesetz so zu regeln, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass wir die regionalen Medien entsprechend schützen und dass wir auch den regionalen Werbemarkt entsprechend einschränken. Meine Damen und Herren, damit sichern wir über die bisherige im HPRG vorhandene hessische Sonderregelung hinaus durch diesen Staatsvertrag das auch ab. Und das begrüße ich außerordentlich, denn es wird uns auch in Zukunft die eine oder andere Schwierigkeit beseitigen. Meine Damen und Herren, ich will zum 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag noch ein paar Worte sagen. Dabei möchte ich nicht den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bewerten. Ich möchte auch nicht den Wechsel in der Chefredaktion eines großen Senders bewerten, Herr Kollege Siebel, sondern ich möchte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schlicht als Aufgabe, die wir als Vereinigung der Länder entsprechend anzunehmen haben. Die Konsequenz dieses Urteils liegt nun heute auf dem Tisch des Hessischen Landtages wie auch der anderen Landtage und lässt sich zusammenfassen in den Stichworten Staatsferne, Vielfalt, Aktualität und Gleichstellung. Das sind die Kriterien, die anzuwenden sind, die wir auch in der Ausschussberatung dann anzuwenden haben. Und ich denke, dass man auch durchaus sagen kann, ein guter Effekt dieser Änderung ist, dass wir insgesamt auch eine Verkleinerung der Gremien haben. Auch das trägt sicherlich der Effektivität der Beratungen bei. Ich möchte auch durchaus als positiv herausheben, dass in diesem Staatsvertrag die Länder als ein Teil des Gemeinwesens hervorgehoben werden und beinhaltet werden. Und gerade anlässlich unseres 70. Geburtstages als Land Hessen wird man auch gelegentlich wieder daran erinnern dürfen, dass die Länder den Bund gegründet haben und nicht umgekehrt. Und deswegen ist es gut, dass die Länder in diesem Bereich vorkommen. Meine Damen und Herren, dass die Vertretung der gesellschaftlichen Gruppierungen als Vertreter der Zivilgesellschaft dort abgesichert sind und dass dieses auch in einem arbeitsteiligen Verfahren der Länder besprochen und verabredet worden ist, das ist positiv zu bewerten. Dass es dort einen Konsens gegeben hat, eine Absprache und eine Aufgabenteilung. Und ich will hier in besonderer Weise auch sagen, dass ich es sehr zu schätzen weiß, dass Hessen, das einen Vertreter aus dem Bereich der Migrantengesellschaft zu benennen hat, einen sehr respektablen Verband vorgeschlagen hat, eine Organisation, die eine breite Vielfalt von Migranten abdeckt und vertritt. Und das will ich sagen, kann man nur sagen, ist ein Glückwunsch an die Hessische Landesregierung, dass sie diese Benennung vorgenommen hat. Und soweit ich es bis jetzt weiß, ist Hessen das einzige Land, das einen Bundesverband vorgeschlagen hat und nicht nur aus seiner Perspektive einen Landesverband in das Konzert des Gremiums hineingesetzt hat. Und da kann ich nur sagen, das ist ein guter Ansatz, ein guter Aufschlag unseres Landes, ein guter Aufschlag für unsere Beratungen im Ausschuss. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wilken von der Fraktion Die Linke. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann für meine Fraktion sagen, auch im Vorgriff auf die noch folgenden Beratungen, dass nach heutiger Sicht beide Staatsverträge auch aus unserer Sicht zustimmungsfähig sind. Sie regeln das Richtige, sie regeln es in die richtige Richtung. Ob wir mit der Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils wirklich schon weit genug gegangen sind, um Staatsferne beim ZDF zu garantieren, ist durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen.
Wir können damit jetzt noch nicht den freien Journalismus feiern, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Vieles wird davon abhängen, ob über die Verbände, die jetzt benannt werden, und über die Neubesetzung der Gremien nicht durch die Hintertür durchaus wieder parteipolitische Querelen mit reingetragen werden. Das werden wir beobachten. Diese beiden Rundfunkänderungsstaatsverträge sind relativ überschaubar, und sie decken auch aus meiner Fraktion jetzt nicht unbedingt das ab, was in der Bevölkerung wirklich mit unserem Rundfunk diskutiert wird. Und das ist nach wie vor die Rundfunkabgabe. Wir warten also, wie andere auch, sehnsüchtig darauf, dass die Evaluation dieser Umstellung auf die Haushaltsabgabe endlich erfolgt und wir dann in diesem Haus hoffentlich bald diskutieren können, ob die Ausnahmetatbestände bei der Rundfunkabgabe noch sozialverträglich sind oder wo wir nachbessern müssen. Das wird eine sehr viel heftigere Debatte werden als bei diesen Änderungsstaatsverträgen. Genauso denke ich, werden wir uns sehr viel intensiver mit dem Jugendmedienschutz in Zukunft beschäftigen müssen. Von daher heute einfach nur diese beiden Rundfunkänderungsstaatsverträge auch aus unserer Sicht zustimmungsfähig. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon im Großen und Ganzen alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich will aber vielleicht versuchen, noch zwei Aspekte mit einzubringen. Es ist von den Kollegen schon vorgetragen worden, wir haben hier mit zwei Rundfunkstaatsverträgen zu tun, dem 17. und dem 18. Dem 17., der sich mit der Frage der Gremienbesetzung des ZDFs beschäftigt, und der 18., der sich mit der Frage der regionalisierten Werbung beschäftigt. Ich höre ja, dass auch schon der 19. wieder in Vorbereitung ist. Und der Kollege Wilken hat ja gerade angedeutet, dass wir uns auch dann demnächst mit dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag beschäftigen müssen. Das Problem dieser Staatsverträge, Herr Kollege Wilken, von daher können wir zwar fleißig debattieren, aber was am Ende rauskommt, wissen wir auch nicht so genau, ist bei den Staatsverträgen, dass Sie da 16 Bundesländer unter einen Hut bekommen müssen, dass da 16 Bundesländer einen gleichen Vertrag zustimmen müssen und dass 16 Ministerpräsidenten irgendwann sich zusammensetzen und das vereinbaren müssen. Von den Kolleginnen und Kollegen ist schon viel gesagt worden, was die Frage des ZDF-Staatsvertrags angeht. Hiermit setzen wir jetzt das um, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat in Fragen der Staatsferne, der Vielfalt, der Aktualität sowie der Gleichstellung und der Transparenz. Das ist in diesem Bereich geregelt. Das ist gut so. Und von daher wird das auch unsere Zustimmung finden. Wir werden natürlich noch eine Anhörung dazu machen, aber der Regelungsbereich ist ja relativ überschaubar. Der zweite Bereich, um den es geht, ist die Frage der regionalisierten Werbung. Und da bin ich froh, Kollegin Wolf hat es gerade ja gesagt, da bin ich froh, dass wir hier eine solche Regelung auch in Hessen einführen. Dass wir unsere Printmedien in Hessen, dass wir unsere Verlage in Hessen davor schützen, dass große Gesellschaften, die bundesweit ausstrahlen, dann regionalisierte Werbung senden und dann bei uns im Lande für die Verlage als Konkurrenten auftreten. Wir haben ja neulich auf Initiative auch der SPD, Kollege Siebel, und wir haben das ja gemeinsam auch diskutiert, die Frage der Lage der hessischen Verlage auch diskutiert und haben uns dort auch damit beschäftigt, wie die auch bedroht sind von gerade auch vom fehlenden Werbeeinnahmen. Wir haben es mit Internetauftritten zu tun, wir haben es mit den Blättchen zu tun, die nach Hause kommen. Also die Verlage haben heute große Schwierigkeiten, aus dem normalen Geschäft so viel Geld zu akquirieren, dass sie gute Medien anbieten können, dass sie gute Printmedien anbieten können. Wir sehen, dass die Redakteure in den Zeitungsverlagen permanent abnehmen. Das haben wir festzustellen. Und von daher glaube ich, dass wir gut daran tun, um in unserem Bundesland eine breite Medienvielfalt zu haben, möglichst viele Verlage zu haben, die hier in Hessen auf dem Weg sind, dass wir
denen, die hier diese Möglichkeiten nutzen, ja auch nach einem Gerichtsurteil die Möglichkeit nutzen wollen, als bundesweit agierende Unternehmen regionalisierte Werbung auszustrahlen, dass wir da einen Riegel vorschieben und dass wir darüber unsere hessischen Verlage schützen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das, was wir hier vorliegen haben, ist sehr überschaubar. Von daher freue ich mich auf die Anhörung im Ausschuss. Aber ich glaube, dass wir diesen Staatsverträgen die Zustimmung geben werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rentsch von der Fraktion der FDP. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Frömmrich hat es gesagt. Zum Schluss wird die Anhörung zeigen, wie wir zu den verschiedenen Themen stehen, die hier im 17. und 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag diskutiert werden. Ich will vielleicht den Versuch unternehmen, genau wie die Kollegen, einige Schwerpunkte zu setzen bei den umfangreichen Änderungen, die hier diskutiert werden, und will schon sagen, dass das, was das Bundesverfassungsgericht und das, was wir an rechtlichen Regelungen umzusetzen haben, bei der Frage der Besetzung von Beiräten oder den Vertretungsorganen, so will ich es mal nennen, in den Anstalten, aus unserer Sicht definitiv noch Veränderungsbedarf haben. Wer sich anschaut, was bisher geplant ist für zum Beispiel das ZDF, da kann man erkennen, dass ich finde, die Frage der Staatsferne, und das muss unser gemeinsames Ziel sein, um hier auch Akzeptanz zu steigern, ich finde, mit dem vorliegenden Vorschlag nicht unbedingt erhöht wird. Und deshalb haben wir einen Vorschlag ins Gespräch gebracht, der auf der einen Seite festlegt, dass Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, der Regierung von der Länder und hauptamtliche kommunale Wahlbeamte sowie Beamte nicht in den Gremien vertreten sein sollen, weil sie natürlich immer in dem Verdacht stehen, und das ist ja das, was in der rechtlichen Diskussion ja hauptkritisiert worden ist, quasi nicht ihre Meinung zu vertreten, sondern gesteuert zu werden. Und insofern glaube ich, darüber sollte man nachdenken. Des Weiteren sollten die Parlamente aus unserer Sicht deutlich stärker repräsentiert werden. Aber die Frage der Gesamtzusammensetzung, und das ist das, was wir kritisieren, ist das an mich gerichtet gewesen, Herr Kollege Rüttner? Nein, Entschuldigung. Ich wollte nur nicht unhöflich sein. Na, das, okay, vielen Dank. Das nehme ich jetzt, sage ich nicht laut wieder, aber ich stimme zu. Ja, vielen Dank. Sollten auf jeden Fall die gesellschaftlichen Repräsentanten aus unserer Sicht zulasten der politischen Einflussnahme gestärkt werden. Und das ist, glaube ich, ein gemeinschaftliches Ziel, für das wir kämpfen sollten, und nicht dafür, dass es noch erweitert wird. Also insofern glaube ich, da gibt es definitiv notwendigen Änderungsbedarf bei dem vorliegenden Entwurf. Ich bin da auch bei der Anhörung sehr gespannt, was dort passiert. Die Frage der Werbung, Herr Kollege Frömmrich, finde ich eine spannende. Und ich glaube, dass die Frage von regionalisierter Werbung und der Grundidee, die ja die Gründung für FFH war, quasi den Verlagen in Hessen die Möglichkeit zu geben, damals im Privatrundfunkbereich mit einem eigenen Sender diesen Bereich abzudecken. Ich glaube, dass die erst einmal erfolgreich war, weil FFH ein erfolgreicher Sender ist, in der Konkurrenz mit dem staatlichen Rundfunk dort, glaube ich, ein ordentliches Konkurrenzverhältnis aufgebaut hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber ich denke, dass die Situation sich mittlerweile vollständig geändert hat, weil wir über andere Märkte und andere Medien heute reden. Das, was wir erleben, ist, dass durch das Internet, durch die Digitalisierung sich solche Märkte vollständig verändern, dass man heute über ganz andere Möglichkeiten regionalisieren kann. Und insofern, glaube ich, muss man schon über die Frage diskutieren, ist dieses Verbot, wie wir es haben, eigentlich noch zeitgemäß? Ich sage das ganz offen, ich bin gespannt auf die Anhörung in der Frage, weil diese Frage schwer zu beantworten ist. Aber sind die technischen Möglichkeiten heute nicht so weitgehend, dass wir eigentlich über eine sehr antiquierte Form auf der anderen Seite reden? Und ich finde, dieser Frage müssen wir uns stellen. Was heißt eigentlich Digitalisierung, die Möglichkeiten, Radio, Fernsehen ganz anders zu empfangen, heute für diesen Bereich? Und insofern, glaube ich, werden wir auf jeden Fall an diesem Punkt einen Schwerpunkt bei der Anhörung legen. Die Umgestaltung im Beitragsrecht, meine Damen und Herren, sind sicherlich an vielen Stellen zu begrüßen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer gesagt haben, dass wir die Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags kritisch sehen. Aber ich gebe auf der anderen Seite zu, dass die Mehrbelastung, die entstanden sind, gerade für Unternehmen,
ja an vielen Stellen auch öffentlich diskutiert worden sind. Dass es da Veränderungsbedarf gibt, glaube ich, haben ja auch die Verantwortlichen so gesehen. Wir werden sehen, was dann letztendlich zu dem Punkt umgesetzt wird. Ich will aber einen Punkt herausgreifen, der für mich eine große Bedeutung hat. Das ist nämlich die Frage, wie zukunftsfest sind eigentlich unsere öffentlichen Rundfunkanstalten? Und bei der Frage der Pensionslasten, das trifft nicht nur den Hessischen Rundfunk, sondern es trifft auch das ZDF, glauben wir, dass die Frage der Strukturen und dem, was die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten jetzt von der KEF fordern als Überweisung, dass das schon ein Punkt ist, wo ich sagen muss, da ist die Frage dessen, was man konsumtiv ausgibt, und die Frage von Rücklagen in einem Verhältnis. Über diese Frage werden wir kritisch diskutieren müssen. Und wir können von unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, meine Damen und Herren, dass er nicht nur Sendebeiträge über das Thema Generationengerechtigkeit von Parlamenten macht, völlig zu Recht, über die Frage, wie sicher ist unsere Rentenkasse, sondern wir dürfen von diesen Anstalten auch erwarten, dass sie selber ihr Problem in die Hand nehmen. Und bei dieser Frage haben wir definitiv Diskussionsbedarf. Da werden wir uns massiv aus meiner Sicht darum kümmern müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gehört, was der Intendant des ZDFs gesagt hat, was ich völlig richtig finde, der das Problem erkannt hat und aus meiner Sicht viel dafür tut. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen rechtlichen Rundfunks bei der Frage dessen, was Sie mit Ihren Mitarbeitern machen, gewährleistet ist. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Thema, was bei der Anhörung zu diskutieren sein wird. Insgesamt werden wir heute die Anhörung nicht vorwegnehmen. Wir werden, Herr Kollege Wallmeister, das alles gemeinschaftlich machen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema, weil es hier um Strukturen geht, die für den öffentlich-rechtlichen Bereich von besonderer Bedeutung sind. Und insofern freue ich mich auf eine motivierte, aber nicht unfaire Diskussion über diese Rundfunkänderungsstaatsverträge. Ich glaube, das können wir als Parlament gewährleisten und danken uns jetzt schon bei der Landesregierung bisher für die Information. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir die beiden Gesetzesentwürfe in den Hauptausschuss.